Moin YouTube, wir sind gerade im Stream. Arc Hardcore läuft noch, das heißt, ich bin noch am Leben. Wir sind schon im Wasser. Wir suchen heute einen Basilosaurus und wollen die zwei Unterwasserhöhlen machen. Ne? Um keine Highlights zu verpassen, bleibt mit einem Abo mit dabei und ich würde sagen, wir gehen rein. In den Aal. Du hättest den Bari in die Kryo packen sollen. Also ich lese da gerade Baryonyx Level 118. Aber vielleicht habe ich mich da auch gerade verlesen. So, um dieses formschöne Artefakt soll es gehen. Darum geht's. Wir können ja immer mal wieder... Wir müssen halt die Ausdauer gut managen und dann schauen wir mal weiter. Wo geht das rein hier in den Aal? Hier war das doch irgendwo, oder? Oder muss ich noch ein Stück weiter runter? Wo ging das rein? Hier. Ja, Leute. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Wie gesagt, ich rechne mit einem Tod eigentlich. Ich will aber auch nicht, dass es endet. Das ist das Ding. Ich bin jetzt ein bisschen zu ehrgeizig geworden. Das muss ich schon sagen an der Stelle. Kein Plan, Mann. Ich weiß auch nicht, wo wir lang müssen so wirklich. Wir machen das schon irgendwie. Die ist ja ein bisschen länger, ne? Als die andere Cave. Ich hätte vielleicht erst die Hard Cave machen sollen. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, drei Stück direkt. Safe. Cool. Ich hätte mir vielleicht den Weg einprägen sollen. Okay, das wird ein Problem. Jo. Warum haben die denn so viel Leben, Alter? Ach, 152. Ach, die sind ja hier auch so hoch. Verdammt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Alter. Ja, das lief noch nicht ganz so wie geplant irgendwie. Rebel sich rüber. Ja, ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich muss. Ob ich da weiterhin muss, also ob ich in den Gang quasi links muss oder ob ich rechts lang muss. Deswegen bin ich da gerade eher ein bisschen zurückhaltend. Guck mal, ich glaube, nee, pass auf, wir gehen full Melee rein, weil, wenn wir jetzt leben gehen, das bringt mir ja nichts, wenn wir auf 10k hochkommen, aber ich das gar nicht ausfüllen kann. Das heißt, da ist ja der Vorteil gar nicht gegeben. Da macht Melee mehr Sinn. Ganz, ganz problematisch, Digga. In dem Video sah das so Dings aus. Sah das so easy peasy aus. Einfach da rein, wieder raus, Artefakt holen, kein Problem, dies, das, an. Nass, ja, nichts ist. So, safe jetzt da lang, wo ich jetzt gerade hingucke. Safe Call. Aber hier rechts müsste doch quasi an der Qualle. Perfekt. Also, was heißt perfekt? Überhaupt nicht perfekt, weil bringt kein Fleisch. Und hier ist halt eine Note drin. Oh, Jesus! Das habe ich gar nicht gesehen. Alter, das habe ich doch gar nicht gesehen. Das habe ich doch gar nicht gesehen, dass da der Moser chillt. Auf einmal kommt der so, Digga. Tame den Moser, der kommt da... Ja, nee, den tamen wir jetzt nicht. Da müssen wir nicht lang. Wie soll ich jetzt checken, ob er stuck ist? Einfach angreifen. Wollen wir machen? Soll ich raufgehen? Hä? Achso, ich dachte gerade, es ist eine Dings, eine Tentakel leider. Let's go. Ich dachte, der kommt raus, Mann. Das sah übertrieben so aus. Und ich dachte gerade, es wäre eine Tentakel, der Schwanz da, aber ist nicht. Ew. Er ist auf einmal aus dem Wasser raus und dreht sich, oder was? Glaubst du wohl selbst nicht. Ein Level. Eins. Okay. Einfach nur frech. Einfach nur frech, vor ein Level da zu gehen. Oh, leck, 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 leggy, leck, leck. Warte mal. Das ist Artefakt. Nee, doch, das ist das Artefakt. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Oh, Jesus, ich bin nur aufgetaucht. Oh Gott! Jetzt wird's interessant auf einmal, Alter. Jetzt geht auf einmal die Party ab, oder was? Es ist nichts da, ne? Es ist wirklich absolut niemand da. Und auf einmal sind alle da. So ein Trash-Game. Ich fände es ja okay, wenn ich es vorher gesehen hätte. Ich hätte es einschätzen können, weil sie schwimmen rein. Auf einmal kommen alle aus der Wand. Alle. Alle, die sie hatten. Da sind wieder Haie bei mit einer Million Leben irgendwie. Digga, da macht einer 194 Schaden die ganze Zeit. Was ist hier los? Ja, moin. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin stuck. Ich habe keine Dings drin. Ich habe keine Armbrust-Dings drin. Das war's. Ich bin down. Wo ist der blöde Enterhaken? Wo ist der Enterhaken? Das ist nicht im Ernst. Das ist halt richtig Trash. So, weil es kam auf einmal, es ist nichts da und auf einmal ist alles da irgendwie. Das ist nicht so cool. Naja, es ist halt einfach ein Alpha-Megalodon da mit drin. Männlicher Megalodon Level 216, Alpha-Megalodon 128. Ich habe noch 8 Enterhaken. Wir haben noch ein paar Pfeile. Wir haben noch einen Baryonyx und wir haben noch Enterhaken. Das ist jetzt halt eine blöde Situation. Findste? Ah nein, weil ich Glück gehalten habe. Jetzt haben wir 2 verschenkt. Wieder hier einfach nur irgendwo hoch. Warte mal, da ist das Artefakt. Das ist so close. Ich bin am Überlegen. Ich spiele gerade einen Plan. Warte, was machen? Was laber ich denn? Safe. Die Aale, das ist das Problem. Da sind auch noch welche von da. Aber wenn wir die jetzt mal rübergezogen kriegen in den Spot, wo wir einfach unseren Vorteil haben. Ich chill kurz hier. Ich chill immer noch. Problem ist wahrscheinlich, wenn ich absteige, ne? Dann rasten sie alle aus. Nein.
Nein, nein, nein. Steigt auf! Wo ist dieser blöde Aufgang? Es gibt einen Aufgang hier. Es gibt einen Weg nach oben, der über Land führt. Wir müssen nicht übers Wasser kommen erstmal. Ich sehe nix. Danke. Was macht einfach der Moser Level 24 hier? In der Wand. Was ist, geht denn hier ab? Ah, wir sind auf der falschen Seite? Sind wir auf der... Nee, wir sind auf der richtigen Seite. Der Barek ist wirklich Real Talk durch die Explorer-Note nur ein Level, Alter. Was ist hier los? Der Tyrannosaurus-Sattel, Alter. Und noch nicht mal schlecht, ne? Meisterhaft. Sechs... Ja, gut. Was hat ein normaler Terry-Sattel? 67 Rüstung. Ich weiß nicht, was normaler hat. Digga. Einfach meisterhaftes Sturmgewehr. Normal hat 25, okay. Da geht's da unten rein, ne? Das heißt, wir müssen straight hier rein, oder? Nicht, dass ich direkt wieder in die Höhle schwimme. Speichern nicht vergessen. Das ist mal ein guter Call gewesen. Weil ich... Nee, hier, guck mal, hier unten geht's rein in die Dings zum Artefakt. Wir müssen hier durch. Anspannung. Sein Urgroßonkel. Sein Ur-Ur-Urgroßonkel. Sein Ur-Ur-Ur-Urgroßonkel. Da hinten ist noch der Dings. Der Hai. Also, ne, wir machen den jetzt noch kurz fertig, damit da irgendwie mal Feierabend ist bei ihm. Rein in die Masse, rein in die Masse, rein in die Masse. Komm, Bari, lass mich nicht hängen. So, da müssen wir noch nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir hier rein müssen. Ob wir links oder rechts müssen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nicht ganz sicher. Was ist denn hier los gewesen gerade? Ich muss jetzt nur mal gucken, wo der Eingang ist. Das ist immer so ein Ding irgendwie bei der Höhle, finde ich. Oder ist der schon direkt hier? Crazy, der ist einfach direkt hier. Ich habe den am Anfang immer nicht gefunden. So, wir gehen rein. Zweite Unterwasserhöhle. Es wird spannend. Ich bin übertrieben aufgeregt, weil es ist super schwer. Naja, auf die Ausdauer hätte ich vielleicht achten sollen, ne? Das wird ein Problem, die Ausdauer. Digga. Steckt hier, Alter? Oh! Ja, aus der Wand wieder. Aus der Wand wieder. Alpha Megalodon. Plesio. Tu so. Ich muss tiefer kommen. Rein in die Olga. Alle? Das war's sowas von. Einen zweiten Attack davon schaffe ich nicht. Oh, Jesus, Alter, hab ich mich erschrocken. Alter. Das war's. Alter, hab ich mich erschrocken, dass die da... Oh. Schade. Ich hab mich erschrocken, dass die da an der Ecke campen. Die waren da an der Ecke. Ah, Alter. Wir hatten immer das Artefakt einmal im Inventar. Wir hatten 8,5 Artefakte, kann man sagen.